Böhmermann. Böhmermann. Jan Böhmermann. Für ZDF-Satiriker Jan Böhmermann hagelt es gerade Kritik. Das ist wieder so ein negatives Framing von der Systempresse. Das ist ja nicht die erste Entgleisung von Jan Böhmermann. Böhmermann, 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 Böhmermann. Jan Böhmermann entscheidet, wer in Deutschland Nazi ist und wer nicht. Nazi, Nazis, Nazis, Nazi, 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 Nazi-Schweine. Also warum kann dieser Mann sich alles erlauben? Lügen, Hetze und Propaganda. Böhmermann hat mich ja auch häufig schon attackiert. Ich fick die deiner du unfähiger Schwanz. Vor allem meine Haare. Richtig, liebe Biologieinteressierte. Filzläuse haben Man-Buns, das ist das, was so juckt. Böhmermann rausschmeißen. Böhmer-Cringe. Krawallschachtel. Notausgang Satire. 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 Also Zwinker, Zwinker. Einspaziert, kommt rein. Moin. Hier, mi casa e tu casa. Also die Arbeitswoche im ZDF-Magazin Royal beginnt traditionell immer am Morgen um 9 Uhr mit dem Monday-Meeting. Da kommen alle Kolleginnen zusammen, wir besprechen, was so die Woche zu tun ist. Im Grunde genommen mein erster großer Auftritt für die Woche. Guten Morgen, ihr wisst ja, dass diese Woche Susi, ich mach das. Also, war eine super Sendung letzte Woche. Ganz, ganz vielen Dank für eure tolle Arbeit. Nora und Hanna, eine Spitzenrecherche war das letzte Woche. Das war wirklich krass. Am Anfang von jeder Sendung steht eine Recherche. Und das ist dann unsere Aufgabe. Ja, Jan ist ja kein echter Journalist. Wo ich echt stolz bin. Journalist des Jahres, Jan Böhmermann. 2012. Journalist des Jahres 2016, Jan Böhmermann. Journalist des Jahres 2019, Jan Böhmermann. Ich war 3-mal Journalist des Jahres. Im deutschsprachigen Raum? Nee, weltweit. Kleinen Applaus für die E-Redaktion. Und wir hatten auch mindestens einen sehr guten Witz dabei. Tim, das ist jetzt der Moment, in dem du dich freuen könntest. Natürlich lachen alle, wenn der Chef einen Witz macht. Aber das ist ja keine Satire. Das ist Mobbing. Das Rundfunk-Tanzorchester unter der Leitung von Lorenz Rohde letzte Woche wieder fantastisch abgeliefert. Für die Sendung diese Woche würde ich mir wünschen, ein bisschen mehr Funk, Lorenz. Geht das? Ja? Okay? Ja, und ich meine, viele Leute stellen sich natürlich ihre Preise ins Klo. Ich habe gesagt, ich mach's anders. Ich scheiß einfach ins Büro. Und hier, also, ein Fernsehpreis. Hans-Joachim Friedrichspreis. Das ist die Romy 2018, die Ibiza-Romy. Alternativer Fernsehpreis, Goldene Kamera, ist schon so ein bisschen angelaufen, weil Steven Gätchen da mit seinen Fettfingern drauf gegrabbelt hat. Viele behaupten immer, ich hätte 6 Grimme-Preise gewonnen. Ich habe 7 Grimme-Preise bekommen. Also 6 Grimme-Preise für Sendungen. Und dann gab es noch mal 2016 einen 7. Grimme-Preis als besondere Ehrung, der wirklich dann nur für mich war. Aber Preise bedeuten ja im Grunde genommen gar nichts. Leute, das war die Sendung letzte Woche, aber wir haben diese Woche eine echt krasse Sendung vor der Brust. Nora und Hanna und die E-Redaktion sitzen an der Recherche seit wie viel? Seit knapp 2 Jahren. Das wird ein echt, echt richtig dickes Ding. Ja, also ich bin Malte und das ist mein erster Tag hier als Praktikant beim ZDF-Magazin Royal. Und nach dieser krassen Schreibtischnummer haben wir außerdem auch noch gemeinsam mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld eine musikalische Performance von mir mit Ziel! Ziel? Susi, klappt das oder brauchst du noch Kontakte von mir oder sollen wir es über mein Büro machen? Der Job ist schon anspruchsvoll und es ist auch viel, aber ist ja irgendwie jeder Job, ne? Klappt auf jeden Fall, wie immer, wird mega geil. Jan, Ziel war wirklich nicht geplant. Es wird schon klappen, wie immer. Also wird eine fantastische Sendung diese Woche. Und nicht vergessen, wenn keiner weint, war es nicht lustig. Wir sehen uns in den Konferenzen. Viel Erfolg, viel Spaß. Bis spätestens Freitag im Studio. Ciao. Es ist so krass hier. Also wir hatten gerade das Montagsmeeting und Böhmi, einfach Hammer, aber es kommt auch einfach noch Ziel. Also das wird, glaube ich, die krasseste Woche hier. Ich habe die beste Woche abgekriegt. Ey, boah, das stinkt, Alter. Ihr habt schon so eine Art Gruppengeruch entwickelt. Es riecht so ein bisschen irgendwie wie bei meinem Opa früher in der Gartenlaube nach so einer nassen Polsterauflage, wo eine Axt Afrika drüber gesprüht hat. Jan denkt, dass Jan ein guter Witzeerzähler ist, aber Jan ist ein Diktator.
Das ist die Comedy-Redaktion, die U-Redaktion vom ZDF Magazin Royal. This is where the magic happens here. Caro Worms! Volle Worms-Geschwindigkeit! Es ist sau anstrengend. Paula Irmschler, die starke Stimme Ostdeutschlands. Timothée Chalamet. Hier, das ist der Leitochse, zeig mal. Der Leitochse, der den Karren aus dem Dreck ziehen muss. Tim Wolf, Head-Autor. Manchmal ohne Head, aber solange er Butt hat, reicht mir das. Nee, ich lach nicht, nur weil der Diktator will, dass ich lach. Hier, Miguel Robitski aus Spanien direkt. Alles lustige Leute. Es geht immer schlimmer. Putin. Hitler. In so einer Arbeitswoche, klar, da arbeiten natürlich alle total unter Druck. Am Freitag muss abgeliefert werden, das spürst du richtig, die Anspannung und der Druck, der da auf der Arbeit drauf ist. Mittag. Mittag muss trotzdem gemacht werden. Pause muss man zwischendrin trotzdem machen. Essen geht, dann kommt er so schnell nicht wieder. Das ist eben das Besondere am ZDF Magazin Royal. Wir mischen Ernst und Unterhaltung, also U plus E. Und das ergibt dann eben genau die Mischung, die man braucht im Jahr 2024. Sagen ja immer viele, kann das gut gehen? Muss man da nicht aufpassen? Ist es nicht eine Geschichte, wo man wirklich super verantwortungsvoll mit umgehen muss? Satire mischen mit Fakten, so ein langes Meinungsstück, können die Leute das auseinanderhalten? Na klar können die das auseinanderhalten. Die Kunst ist doch, da lustig zu sein, wo für andere der Spaß aufhört. Darum geht's am Ende. Schalämchen, Jan. Na, alles rutscht und kaputt. Bist du am Stippidi-Start? Grüß dich, Roland. Ich fahr grad Auto. Was gibt's denn? Du, nur ganz kurz. Nixchen, du. Ich wollte nur wissen, worum es diese Woche in der Sendung eigentlich gehen soll. Ja, hallo, mein Name ist Roland Bäumer, Abteilungsleiter Kabarett Satire ZDF. Ich habe den Hans-Joachim Friedrichspreis gewonnen für die Arbeit von Jan und seinem Team. Bin sozusagen sowas wie der J. Robert Oppenheimer des deutschen Fernsehens. Außerdem bin ich der Erfinder von Sebastian Puffpaff. Habt ihr schon irgendwas vorbereitet? Ich meine, irgendwas, was geschäftspolitisch für das ZDF relevant ist. Muss ich der Programmdirektion doch immer durchgeben, zur Sicherheit. Ja, haben wir. Ich melde mich später nochmal. Okay, später. Okay, see you later, Alligator. Ist ja auch erst Montag. Lass dich nicht dumm anquatschen, ne? Willst du bitte auflegen? Have a funny day. Ich fahr grad Auto. Tschüss. Ist schon was vorbereitet. Das ZDF und ich, wir sind ja ein bisschen so wie Tom und Jerry. Wir haben beide Angst vor diesem großen Hund. Wir möchten gerne Herrn Böhmermann sprechen. Der ist leider nicht im Haus. Wann ist er denn im Haus? Könnt ihr das jetzt mal ganz kurz bitte einfach nicht filmen? Danke. Die Polizei war jetzt hier. Mehr weiß ich ja auch nicht. Wenn man als Komiker, als Kabarettist, als Satiriker, wenn man jetzt hochtrabend sagen möchte, durch die Welt läuft, muss man die Augen aufhaben. Man muss einfach alle Schleusen aufhaben und Eindrücke reinlassen. Dann kannst du im richtigen Moment eben was abrufen auch. Und wenn du offen durch die Welt gehst, wenn du durchlässig bist, dann kann dich Inspiration immer und überall treffen. Man weiß als Künstler nie, wann ein so eine richtig gute Idee irgendwie das
Das Schöne ist, im ZDF Magazin Royal haben wir ganz viele Gewerke unter einem Dach. Hier arbeiten viele Kollegen aus verschiedenen Richtungen zusammen. Und die Ausstattung, das Szenenbild, die Requisite, ist wirklich das Herzstück unserer Sendung. Und ich bewundere das total, dass es Menschen gibt, die mit ihren Händen das umsetzen können, was sich andere mit dem Kopf ausgedacht haben. Wir brauchen für Freitag, für die Sendung, einen Elefanten. Lebensgroß Elefanten für Freitag für die Show. Afrikanisch oder indisch? Indisch. Lebensgroßer Elefant für Freitag, okay? Also, schönen Feierabend, macht's gut. Ja, und jetzt bauen wir halt einen Pappmaché-Elefanten. Hat Jan gesagt, warum? Nee, aber der sagt eigentlich nie, warum. Wen ich besser finde, Miguel oder Caro, beides tolle KollegInnen. Beide für mich auf einem Level in der zweiten Bundesliga. Wenn man was von Jan will, immer vor laufender Kamera fragen. Da kann er nicht Nein sagen. Hey, Jan! Hey, Caro! Was machst du denn hier? Ich hab dich gesucht. Pass auf, ich habe eine mega Idee für einen Einspieler für die Sendung diese Woche. Willst du am Freitag im On vor der Kamera was machen? Ist eigentlich schon Feierabend, ehrlich gesagt. Ja, pass auf, dann ganz kurz. Mhm. Also, das Thema diese Woche, die Recherche. Also, da wird ja wirklich jeder was zu sagen können. Hab ich mir gedacht, ich gehe raus und spreche mit ein paar Leuten. Ja, super. Klingt spitze. Sprich gerne mit Julia und Tim drüber, dann machen wir das, ja? Alles klar? Schönen Feierabend. Marke, ey. Nee, vor der Kamera stehen ist es in erster Linie nicht, was so das Wichtigste ist. Sondern es bietet sich jetzt einfach an bei der Sendung, weil es inhaltlich passt. Folgende Frage. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass der Sendung am Freitag noch irgendwas fehlt. Hast du nicht auch den Echt? Habe ich gar nicht. Also ich dachte vielleicht irgendwas Unterhaltsames, was Junges, Frisches, ne, wie den Tod. Die Rolle von mir, die habe ich ja jetzt schon so ein bisschen warm gespielt, etabliert und gutes Feedback. Nee, aber dann besprich das doch bitte mit Julia oder mit Tim, ist mir egal. Ja, also das war ja sogar Tims Idee, also für den ist gar kein Problem. Ja, der sagt, super. Ist fein. Ja, dann super. Machen wir es so. Dann spiele ich auch bald den Tod, tschüss. Ne? Sag ich Bescheid. Ja, so ist es montags. Jan kommt zur Arbeit, dann geht er essen und dann macht er Feierabend. Klar haben wir als Sendung eine Verantwortung. Deswegen gelten bei uns drei wichtige Grundprinzipien. Ja, für mich aber wieder die Frage, versteht der Zuschauer das? Erstens, ein Thema muss Schlagzeilen generieren. Zweitens, es muss immer eine Einzelperson fertig gemacht werden. Und drittens, wir brauchen Klicks. Wir werden ziemlich im Fokus stehen nach Freitag. Wenn alles nach Plan läuft, könnte das wirklich unser größtes Ding ever werden. Und genau deswegen ist es super wichtig, dass das alles journalistisch wasserdicht ist von uns. Ja, bis Freitag musst du echt die Füße stillhalten. Mhm. Wir müssen echt sehen, dass uns nicht schon vor der Aufzeichnung 100 Anwälte auf der Matte stehen. Ja. Klar, natürlich, natürlich. Und deswegen ist es eben wichtig, dass ihr seriös und professionell arbeitet. Leute, das ZDF Magazin Royal wird diese Woche die so richtig ficken. Ich sag nur ein Wort. Investigativer Journalismus. Oder? Hauptsache, der sinkt nicht wieder. Die Recherche wird schon politisch so viel Schaden anrichten. Wir haben jetzt schon vorab so viel Stress mit den Anwälten bei dem Thema. Ideen sind bei mir nicht das Problem. Das Problem ist, kriegen wir diese Ideen auch umgesetzt hier im Team? Hör mal, kann mir mal jemand erklären, wofür genau wir diesen Pappmaché-Elefanten brauchen? Das Geld brauchen wir für den Zielauftritt. Nee, der hat abgesagt. Und seit heute Morgen stehen im Plan noch ein Einspieler von Caro und Miguel als tot. Wo kommen die jetzt wieder her? Also, die haben sich gestern noch gewünscht. Müssen wir leider machen. Klar habe ich mitbekommen, dass Caro und Risto einen Einspieler drehen. Ich weiß nicht, was das jetzt in der Sendung für eine Relevanz hat, wenn ich ehrlich bin. Inhaltlich werde ich mittlerweile so übergangen, dass ich leider nicht mitbekommen habe, um was es geht.
Caro ist jetzt auch einfach nicht so lustig. Hey, Leute, sorry, ganz kurz. Hey, Mr. Anchorman! Oh, ja. Sag mal, wer hat mir das Paket vor die Tür gestellt? Der Absender ist auf Kyrillisch. Kann das mal jemand aufmachen, bitte? Gerne. Komm mal mit. Mach mal draußen auf. Ja, klar, okay. Was macht das ZDF eigentlich in unserem Jourfix? Ach, der ist nur nervös, weil er nicht weiß, was in der Sendung passiert. Wieso will das ZDF denn immer vorher wissen, was in der Sendung passiert? Was ich eigentlich mit dir besprechen will, kannst du mir mal sagen, warum die Polizei dich sucht? Als Chef Fehler niemals zugeben. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey Jan, du hast einen Fehler gemacht, immer 21, 22 und dann, überleg mal, vielleicht hast du einen Fehler gemacht. Nee, das war privates Gespräch. Ganz so nett und. Ja, und das ist eine komische Schlagzeile. Das Paket von Jan Böhmermann explodiert. Meint ihr, es ist endlich mal eine Bombe? Was ist denn im Paket? Er macht's gerade auf. Hey, Niklas! Niklas! Was ist in dem Paket? Nudeln! Ach so, mein Tonkatsu-Rahmen. Bring mal hoch! Bring mal hoch! Ich hatte Tonkatsu-Rahmen bestellt aus Thüringen. Das ist schon in der ersten Woche darf ich Jans persönliche Pakete aufmachen. Ich finde das so toll. Versprochen, dass wir das nicht nochmal so machen, weil die Zeit reicht eh nicht, um die Connection irgendwie nachzuweisen. Das kriegen wir noch in der Zeit. Welche denn? Die hier? Ab Mittwoch ist immer super entspannt bei uns. Montag, Dienstag, harte Tage. Mittwoch ist hier in der Redaktion echt immer entspannt. Am besten funktioniert das hier, wenn Jan nicht da ist. Also, außer natürlich freitags, da brauchen wir den für die Sendung. Aber ansonsten ist das halt viel, viel besser, wenn der beschäftigt ist. Ich finde, am allergeilsten ist, wenn ich 5 Polizeisterne habe und einfach die Stadt fahre und von den Bullen wegfahre. Und am besten mit unverwundbar und alle Waffen. Klar, wir hier sind ein Laden mit vielen Leuten, aber ich bin hands-on. Ne? Also es nützt nichts, wenn du als Chef nicht mehr weißt, wie die Sachen gemacht werden. Und es nützt auch nichts, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Gefühl haben, sie können machen, was sie wollen. Lass uns Jan auf keinen Fall sagen, dass sie abgesagt hat. Bei MitarbeiterInnenführung ist es ganz wichtig als Chef, dass man körperliche Dominanz zeigt. Dass du im Raum zeigst, ich bin hier die Nummer 1. So, jetzt kannst du mit der rechten Maustaste hier so einen richtig geilen Layer anlegen. Layer weißt du, was es ist, ne? Eine Ebene. Und sag mal, kennst du Gauss? Den Weichzeichner. Guck mal, oben bei Filter. Gehst du mal drauf, bitte. Hoch. Filter. Gehst du mal auf Filter. Dann ziehst du den Regler mal ganz rüber auf 45. Auf der Ebene. Wenn Sturm geht, muss der Kapitän auch mal das Deck schrubben. Ist ja klar. Nee, den Jan habe ich im Grafikbüro noch nie vorher gesehen. Du musst in mehreren, in Multi-Ebenen musst du denken. Na, auch grafisch. Super. Super, super ist es. Wir sind dem eigentlich, ja, relativ egal, glaube ich. Habt ihr gehört, Jan raucht jetzt? Ich habe den am Montag im Lager erwischt, im Zehnbelager, beim heimlich Rauchen. Er raucht wie so ein Viertklässler, so. Immer wieder fragen mich Leute, Jan, wie machst du das, dass jeden Freitag um 23 Uhr im ZDF Magazin Royal eine Bombe platzt? Jede Woche, wie machst du das? Es ist ehrlich gesagt viel Kommissar Zufall. Aber wieso denn zu kurzfristig? Wir haben die Recherche ja nun schon seit Monaten geplant. Also Kurzfristigkeit ist ja nun wirklich kein Argument. Nee, also er muss ja die Texte, also wir brauchen ja einfach... Wir brauchen das Skript rechtzeitig, dass wir auch einfach, das geht nicht anders. Ich habe ja auch eine Verantwortung, ne? Ehrlich gesagt, ich verstehe nicht, warum das ZDF uns redaktionell betreuen möchte. Was sind wir hier? Sind wir pflegebedürftig oder was? Wenn ich nicht beim ZDF gearbeitet hätte, wäre ich Rocker. Wer wäre Rocker? Hier, Ramones. Verstehst du? Es spielt für uns alle.
Ach, Universalgenie würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin mehr wie so eine Hummel, die über so eine Blumenwiese fliegt und einfach in jedem Kelch da mal ein bisschen bestäubt. Die Wiese muss blühen. Einer muss die Hummel sein. Jo, wir sind das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld oder wie Jan immer sagt, das Herzstück der Sendung. Und wir fangen immer schon donnerstags mit Proben an, dass wir richtig gut vorbereitet sind für die Sendung. Warum bekomme ich die Texte eigentlich immer erst einen Tag vor der Aufzeichnung? Ja, das würde ich auch gerne mal wissen. Ich weiß, ich auch. Das Schlimme ist, jede Woche ist gleich. Ruhe! Gleiche Diskussion. Das gleiche Versagen. Aber mich fragt da niemand. Könnt ihr bitte mal leise sein? Könnt ihr bitte mal leise sein? Es gibt auch Leute, die versuchen hier zu arbeiten. Mann! Das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Hallo! Ihr erkennt's, oder? Ihr wisst, wen ich meine. Also, können wir mal anfangen, bitte? Ist Seal jetzt eingeloggt oder nicht? Oh ja, geil, der Seal, ey. Sexbomb, Sexbomb. Halt die Fresse, Mann. Leute, mega geil. Was ist denn passiert? Wartet das Material ab. Also wenn man mich und Risto losschickt zum Dreh, da kommt halt immer Gold zurück. Zeig mal, was ihr gedreht habt. Zeig mal. Okay. Aber wir müssen schnell sein, weil das ist eine Überwachungskamera. Also ist das Tape? Nur eine Zwischenmoderation hier vor dem Tor. Okay, ja. Okay, warte. Kamera ist ja. Und bitte. Aber ich gehe dann hier. Oh, danke, geil, Mann, die ist mega, wirklich. Yes. Ja, da fehlt ja die ganze Moderation. Wir hatten voll viel, also. Das ist wahrscheinlich wegen der Einstellung. Und dumm. Ja, also. Das Problem hier war jetzt, dass wir am Anfang des Tages unabsichtlich auf Rec, also Aufnahme, gedrückt haben, ohne dass wir tatsächlich gedreht haben. Und als wir dann wirklich drehen wollten, haben wir, also in dem Fall dann ich, absichtlich auf Rec gedrückt und halt die Aufnahme gestoppt. Und dann haben wir halt also quasi nie das aufgezeichnet, was wir eigentlich aufzeichnen wollten. Und wenn man diesen Fehler halt einmal macht, dann zieht sich das halt durch den ganzen Tag durch. Das ist der sogenannte Reckteufelskreis. Passiert den Besten, kann man halt wirklich nichts machen. Ein Knopf. Wir sind einfach unfähig. Ja, super, super. Ist da schon viel Schönes dabei? Das müssen wir bei den Off-Text dann lösen hinterher, ne? Wenn es laut wäre, dann könnte man genießen, wie schön die Musik ist. Aber es ist zu laut. Ich denke auch mal, dass das Showbusiness ist. Lange Arbeitszeiten und toller Outcome ist, würde ich sagen, Showbiz. Aber ich habe da kein Problem mit. Heute wird krass, heute ist Aufzeichnungstag. Ich liebe Aufzeichnungstage, besonders in so Wochen wie dieser, wo es einfach um so viel geht. Einfach, man spürt man einfach. Dafür macht man es.
Wir frühstücken, dann besprechen wir uns, dann proben wir, dann gibt's Mittagessen, dann gibt's eine Überarbeitung, dann gibt's eine Aufzeichnung, dann wird geschnitten und dann gesendet. Das ist der Plan. Lässt heute die Fernsehbombe platzen. Hashtag der Woche lautet: Ich glaube, dass wir hier eine Maschine erschaffen haben, die nicht mehr aufzuhalten ist und die nicht mehr in die Richtung geht, in die sie ursprünglich geplant war zu gehen. Also die Recherche steht. Die Witze müsst ihr sagen. Der Tod kommt so unvermittelt. Der Tod kommt immer etwas unvermittelt. Das ist der Gag. Okay, dann streichen wir den Tod. Okay, dann Miguel raus. Fickt euch doch! Ich könnte auch jederzeit zu Klaas gehen, so ist es nicht. Dann kommt Karos Einspieler bitte in die Sendung dafür. Bei Karos Einspieler haben wir kein einziges funktionierendes Bild. Okay, Caro auch raus. Kill your darlings, strangle your babies. Es ist klar, ich bin Teamplayer, aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Und dann muss man am Ende eben die letzten Meter alleine laufen. Ne? Seal als grande Finale, das reicht doch völlig. Wo ist er eigentlich? Ich würde mich gerne mit dem noch mal ein bisschen eingrooven. Das Thema ist egal. Das ZDF-Magazin Royal kann alles kaputt machen. Das hier ist eine Maschine. Wir haben es nicht mehr unter Kontrolle. Ein deutscher Late-Night-Moderator hat mal gesagt, bevor er auf die Bühne kommt, hat er ein Adrenalin-Level, einen Puls, wie so ein Jetpilot beim Start seines Flugzeugs. Und das ist das falsche Mindset. Du musst nicht denken, dass du der Jetpilot bist. Du musst der Jet sein. Ich bin der Jet. Das Einzige, was jetzt noch fehlt für einen gelungenen Fernsehabend, würde ich sagen, ist das Leitungsgefühl. Es geht hier nochmal alles, was ihr habt, fürs Rundfunk, Tanzorchester, Ehrenfeld. Herzlich willkommen! Herzlich willkommen! Alle dazwischen und außerhalb! Außerhalb! Das Ding jetzt durch! Schafft das, ich schaff das! Wow! Schaut an! Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum ZDF-Magazin Royal! Meine Damen und Herren, alle dazwischen und außerhalb! Hallo, herzlich willkommen zum Ralf Schmitz unter den deutschen Fernsehshows, Ihrem Absager nach der Heute-Show. Diese Woche haben wir eine ziemlich besondere Sendung für sich vorbereitet. Hashtag der Woche lautet Dynamit, aber dazu gleich mehr. Erstmal muss ich mit Ihnen ganz kurz über die neuen TikToks vom Team Bundeskanzler sprechen. Entschuldigung. Kein Problem, perfekt, so geht viral. Christian Lindner ist ein kleines bisschen neidisch auf Olaf Scholz, hat schon angekündigt, damit es bei TikTok besser klappt, sich einen Edgar-Cut schneiden zu lassen. So könnte es klappen. Vielleicht machen wir ganz kurz, einmal mal ein bisschen weniger haze hier, ehrlich gesagt. Ein bisschen hazy. Oder ist das jetzt hier schon irgendwie mit Tim Wolf gerade, unser Head-Autor, verbrannt in so einer rituellen Verbrennung? Ist gestorben, wurde direkt in der Regie verbrannt. Achtung, Achtung, es brennt. Wir müssen alle das Studio verlassen. Die Notaufgänge sind links und rechts von alles. Wir müssen alle raus. Schnell, aufstehen, aufstehen. Jemand muss Zielbescheid sagen. Sag Zielbescheid. Raus, raus, raus. Alle raus, 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 raus. Das Studio ist raus. So, Feuer ist gelöscht. War wahrscheinlich eine Zigarettenstummel da auf diesem Pappmaché-Gestell. Na, alles gut? Du weißt vorher nicht, was am Ende passiert. Du weißt nicht, wenn du anfängst, wo du rauskommst. Jede Woche kann immer
alles passieren. Wenn nicht alles passieren kann, kann nichts passieren. Das ZDF-Magazin ist wie das Leben. Es kann immer alles passieren. Immer. Es gibt ganz wenige, die das können. Alright, habt ihr genug? Okay. Super, dann schönen Feierabend. Vielen Dank.